Dann ist es wieder aufgeflogen, das Wasser. Nein, wild, gell. Also, die Murenabgänge waren halt überall, wirklich alle 50 Meter, kannst du sagen, war ziemlich arg. Unsere Hütte ist ein reißender Bach gewesen. Ein See, ein richtiger See. Wenn du da einen Schritt reingemacht hättest, da warst du weg gewesen. Im Großen und Ganzen ist die Welt der Organismen hier an solche Ereignisse total angepasst. Es gibt einige, die davon profitieren, weil natürlich wieder offene Bodenstellen entstehen, wo sie sich ansiedeln können. Andere werden zurückgedrängt für eine Weile und werden sich wieder ausbreiten. Der Naturpark Söldtäler hat ein Forschungsprojekt angeregt, bei dem unser Institut, das Institut für integrative Naturschutzforschung der BOKU, einen Teil übernommen hat. Ein vielleicht wesentliches Ziel für dieses Projekt ist zu demonstrieren, dass diese Flächen im Flussbereich, die nicht rekultiviert wurden, weil sie praktisch nicht rekultivierbar sind, nur als Almfläche eigentlich wertlos sind, dass die für die Natur einen hohen Wert haben. Dass es ganz interessante Naturräume sind mit einer Fülle von interessanten Pflanzen und Tieren und einer interessanten Dynamik. Also durchaus ein Aha-Erlebnis, das eines Naturparks würdig ist.